Jetzt stellen wir Ihnen Kasia Justka vor. Sie kocht und nimmt die Geräusche, die dabei entstehen, auf und jagt sie durch einen Synthesizer. So essen der Mund, die Augen und die Ohren mit. Die Zutaten in dieser Küche sind frisches Gemüse, Fleisch und viele Dezibel. Während ich koche, kreiere ich Klänge. Daraus entsteht ein gekochtes Konzert mit einer Mahlzeit am Ende. Kasia Justka hat an der Filmschule in Łódź studiert. Vor 5 Jahren hängte sie ihren Job als Visual Jockey an den Nagel und zog von Warschau nach Berlin. Elektrisiert vom kreativen Umfeld hat sie sich zur Multimedia-Künstlerin weiterentwickelt. Manchmal habe ich Zweifel, ob das, was ich mache, einen Sinn hat. Ob das nicht zu verrückt ist und an der Grenze zwischen Wahnsinn und Normalität. Es ist nicht leicht, aber ich denke, im Leben ist es wichtig, die eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen. Man muss hart arbeiten, aber dann gelingt es. Ganz sicher. Es ist ihr schon gelungen. Darstellen, was im Alltag nicht wahrnehmbar ist. Der Ultraschall der Fledermäuse zum Beispiel. Mit Electrocute, einer Performance, in der Strom sichtbar und hörbar wird, hat sie die Biennale in Wrocław eröffnet. Die 34-jährige Polin ist Autodidaktin. Ampere für Ampere, Volt für Volt, das elektronische Fachwissen für ihre Kunstaktionen hat sie sich selbst beigebracht. Die physikalischen Grundgesetze halten sie auf Trab. Und manchmal kann sie in Berlin sogar die elektrischen Schwingungen aus Warschau empfangen. Ich freue mich sehr, dass mein Laden in der Weichselstraße ist. Die Weichsel ist ja ein Fluss, der nur durch Polen fließt. Und ich habe doch an der Weichsel gelebt. Ich finde das sehr symbolisch und schön. In der Weichselstraße in Neukölln bastelt Kasia an ihrem Konzept. Workshops und Events rund um alles, was Klänge erzeugt. Kabel und Effektgeräte produziert sie selbst zum Verkauf. Und bei ihr kann man auch lernen, wie man die Kartoffeln zum Singen bringt. Ich beschäftige mich mit Dingen, mit denen sich hauptsächlich Männer beschäftigen. Es interessiert mich einfach und Schluss. Eine Zeit lang hatte ich Schwierigkeiten. Ich hatte die Inspiration verloren. Mir ist bewusst geworden, dass ich wirklich viel Zeit in der Küche verbringe, Essen koche für mich und meinen Sohn. Und da kam ich auf die Idee, warum mache ich nicht daraus ein Kunstprojekt? Singing Kitchen, die singende Küche, hat sie es genannt. Eine Show mit Schnitzel, Loops, Amplifiern und Verfremdungseffekten. Zwischendurch fliegen ein paar Takte Popcorn durch die Luft. Und am Ende werden die gehörten Klänge verspeist. Man kann das Konzert aufessen, sich mit dem Konzert stärken. Wer das klingende Küchenwunder selbst erleben möchte, kann die Singing Kitchen demnächst bei der Berlin Food Art Week genießen.